Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2016. Der Rob spielt das und wir fahren heute mit dem TGV Duplex von Avignon nach Marseille-Saint-Charles und wir lesen jetzt erstmal hier den Text hier. Hi Lokführer, heute Nachmittag fahren Sie diesen Schnellzug nach Marseille-Saint-Charles. Geben Sie die Türen frei und lassen Sie die Fahrgäste ein- und aussteigen, bevor Sie abfahren. Ja, das werden wir machen. Türen freigeben können wir. TVM ist an. Wir werden mal eben schauen hier. Da das. Hier auch Abfahrtsschilder. So sieht er von vorne aus. Die falsche Beleuchtung an, ne? Alle Fahrgäste sind zugestiegen, fahren Sie weiter nach Marseille-Saint-Charles. Werden wir gleich noch richten. Ah, so. Ist das jetzt richtig? Ja. Wunderschön. Was können wir eigentlich los? Ich versuche hier gerade die AVB, AFB einzustellen, die französische AFB. Mit Y und C kann man die einstellen. Sieht man hier auf diesem Instrument. Ich habe jetzt hier 170 vorgegeben. Aber ich habe gelernt, man sollte mal 10 Kilometer weniger vorgeben. Weil die nicht so ganz, die regelt nicht so ganz genau. So, jetzt gleich geht es sowieso auf 300. Haben wir jetzt die volle Leistung aufgeschaltet. Riesig lange Weichen, die man auch relativ schnell befahren kann. Gucken wir mal hier. Ah, sollte langsam abregeln. Ah ja, macht er auch. Man sieht das hier unten an den Amperezahlen, wie die französische AFB, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt, aber wie das hier abregelt.
Wir fahren sozusagen den Mittagszug so in den Nachmittag rein Richtung Küste. Schauen uns mal etwas hier die Landschaft an, bevor es da vorne in den Tunnel geht. Das Schlimme an dieser französischen AFB ist, dass auf die Tasten Y und C halt nicht so schnell reagiert wird. Also das ist nicht so, dass der direkt reagiert, sondern so ein bisschen mit Verzögerung. Darum ist sie relativ schwierig einzustellen. Finde ich auf jeden Fall. Das müsste man eventuell noch in einem Update irgendwie nachrüsten, dass das vernünftig funktioniert. Wir schauen uns auf jeden Fall mal hier den Fahrgastraum an. Scheinen auch oben zu sein, also ist ja ein doppelstöckiger Zug. Wunderschön, gerade noch einen Fluss überquert. Gibt ja auch Steckdosen, die Tische kann man noch ausklappen. Aber hier leider nicht. Da oben etwas Gepäckverstauraum. So, kann man eigentlich den Wagen wechseln hier? Nee. Gibt nur diese eine Ansicht. Ja, die Landschaft sieht auch sehr schön aus, würde ich sagen. Also die Strecke hat schon was. Obwohl sie halt relativ kurz ist. Nur ein kurzes Stück der LGV Mediterran ist abgebildet. Die ist normalerweise 250 Kilometer lang. Ich glaube, das hier sind so 50, 40, 50. Ja, unter der Brücke ist scheiße. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir mal eine schöne Außenansicht kriegen. Pünktlich sind wir auf jeden Fall. Wunderschön. So richtig klappt es nicht. Wird hoffentlich nachher noch besser.
krass ist natürlich hier, dass der Zug so ein bisschen wackelt. Leicht, ja. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Realität entspricht. Aber vielleicht spielen da bei den hohen Geschwindigkeiten auch die Einschränkungen des Train Simulator eine Rolle. Kann man nicht so genau sagen. Ich von meiner Warte aus auf jeden Fall. Und rubbelt der halt so ein bisschen hin und her. So. Kurze Geschwindigkeitsreduzierung auf 270 erfolgreich durchgespielt. Wunderschön. Wir sind gleich in Aix-en-Provence, da werden wir nur durchrasen. Möchte ich auch mal erleben, wenn man da am Bahnsteig steht und da fährt ein Zug mit 200, mit 300 durch. Das wäre auf jeden Fall interessant. Eine tolle Erfahrung. Wir können uns ja derweil mal ein bisschen im Führerstand umschauen. Kann man hier die Dinger aufmachen? Fenster auf? Geht nicht.
hier ist auf jeden Fall der Notausstieg. Hier kann man die Scheibenwischer bedienen. Also hiermit kann man die so einmal rüber. Jetzt gesehen, ja. Hier ist Intervall. Sehr schön. Bremssachen. Was denn hier wieder mit Geschwindigkeitsübertretung, Kinders? Können wir uns nicht leisten. Mann, 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 Mann. Ja, das ist so ein bisschen schwierig an der AfB, dass sie halt nicht richtig, ja, hält den Zug, gerade bei so starken Gefällen, hält die den Zug nicht richtig im Zaum. Muss man da immer ein bisschen nachregeln. Noch ein bisschen die Landschaft genießen hier. Wirklich schön gemacht an der Strecke, finde ich. Wunderbar. Jetzt gleich werden wir da durch den Bahnhof durchfliegen, sozusagen. Ah ja, gut, ist so ein Mittelgleis. Okay, das geht ja noch, dann ist es ja nicht direkt am... Ah doch. Doch. Was auch schalttechnisch ein bisschen abgetrennt ist von den... Hm, 160.
130 hier. Können wir die Bremse lösen? So, jetzt sind wir auch von der Schnellfahrstrecke runter. Achso, jetzt haben wir dieses Problem wieder. Man muss dann irgendwie den richtigen Pantographen auswählen. Pantograph Tension. Das Signal dürfte rot sein. Bisschen vorgebremst. Ach, kommt auf jeden Fall wieder ein bisschen Leistung. Das scheint dann das Richtige zu sein hier. N und G.
gucken, wie dieses Signal hier steht. Ah, grün, alles klar. Das ist auch grün, wunderbar. Ja, hier bricht die Framerate so ein bisschen ein. Achso, ich könnte noch hier Licht ausmachen. Dann können wir noch so ein, zwei Frames kommen dann noch dazu. Gesellen sich noch zu den anderen und haben eine kleine Frame-Party. Noch ein bisschen bremsen. Oh, schön. Marseille Saint-Charles. Gleisvorfeld. Gerade noch gelb geworden. So, jetzt geht's hier rein. Mit 30 schön langsam in den Kopfbahnhof von Marseille. Bremsen wir ein bisschen, damit wir da nicht in den Prellbock rasen. So, lass mal die Fahrgäste rein und raus. Oder eher gesagt raus, weil unsere Fahrt endet hier. Schauen uns noch ein bisschen den Bahnhof an.
Auch hier nochmal den TGW von außen. Duplex, Doppelstock. Sehr schön. Exzellente Fahrt, Lokführer. Die Passagiere sind nun alle ausgestiegen und alle Aufträge wurden erfolgreich abgeschlossen. Sehen wir uns einmal an, wie sie abgeschnitten haben. Ja, das gucken wir uns noch an. Oh, Goldauszeichnung. Schön. Ja, 981 Punkte. Freundeslangrangliste ist leider nicht verfügbar, wie immer. Aber, ja, krass. Auf jeden Fall. Ja, hier ein bisschen zu spät gewesen. Ja. Aber gut, wenigstens keine Zwangsbremsung. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein wenig gefallen. Ihr hattet auf jeden Fall einen kleinen Einblick in die Strecke Marseille-Avignon. Wir sind ja andersrum gefahren, aber egal. TGW Duplex. Ja, ihr könnt gerne das Video mit einem Daumen hoch bewerten oder einen Kommentar schreiben. Würde ich mich sehr freuen. Ich verabschiede mich. Der Rob sagt Tschüss.